Das Dschungelcamp auf RTL gehört auch 2019 für viele zu den festen Terminen im TV-Fernsehkalender. Nun steht offenbar fest, wer für Geld ins australische Dschungelcamp gehen darf. Bild berichtet, alle Promis zu kennen. Und auch wenn RTL die Kandidaten noch nicht bestätigen will, Bild gilt seit Jahren als inoffizieller Verkünder der teilnehmenden Promis. Dschungelcamp 2019, diese Kandidaten ziehen ein. Um es vorwegzunehmen, ein richtiger Kracher ist in diesem Jahr wohl eher nicht dabei. Trotzdem versprechen viele Kandidaten durchaus Potenzial. Laila Loufiere ist 25, Pornodarstellerin und auch bekannt durch den Podcast Besser als Sex. Sibylle Rauch, 58, war ebenfalls Pornodarstellerin und wurde durch ihr Mitwirken in dem Kultklassiker Eis am Stiel bekannt. Giselle Oppermann, 30, erfüllt das Kriterium, mal an einer Castingshow teilgenommen zu haben. In ihrem Fall war es Germany's Next Topmodel, wo sie 2008 durch diverse Zickereien im Mittelpunkt stand. Dschungelcamp 2019 natürlich wieder mit GZSZ-Star. Felix van Deventer, 22, spielt im RTL-Dauerbrenner Gute Zeiten, Schlechte Zeiten Jonas Seefeld. Christopher Wien, 44, erlangte durch seine Teilnahme an der Vox-Doku So Goodbye Deutschland Bekanntheit. Er ist selbsternannter Currywurstkönig. Sandra Giriasis, 43, war als Bobfahrerin erfolgreich. Sie gewann 7-mal die WM. Tommy Pieper, 77, wurde dadurch bekannt, dass er einer Kultfigur der 80er seine Stimme lieh und das Wohnzimmer Alien Alf sprach. Doreen Dietl, 44, spielte mal in der Komödie Mädchen, Mädchen 2 mit und später auch mal beim Tatort. Domenico De Zicco, 35, qualifizierte sich durch seine Teilnahme an die Bachelorette für das Dschungelcamp. Evelyn Burdecki war mal beim Bachelor, was sie sogar für einen Teilnahme an Promi Big Brother qualifizierte. Nun geht es laut Bild in den Dschungel. Bastian Jotta, 42, schaffte es mal ins Fernsehen, um dort seinen Reichtum zu präsentieren. Seine Teilnahme ist laut Bild aber noch nicht ganz sicher, weil er vor kurzem verhaftet wurde. Sein Ersatzmann ist Tobias Wegener, 25, der mal bei der RTL 2 Show Love Island mitgemacht hat. Ex-Minister Günther Krause darf nicht mitmachen. Er hat den Medizincheck nicht bestanden. Anstattdessen geht Peter Orloff, 74, ins Dschungelcamp. Er feierte Erfolge als Schlagersänger und Schauspieler.